Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. In der Schule. Wir haben für Olivia wieder eine perfekte Begrüßung vorbereitet. Ich kann es kaum erwarten, ihr doofes Gesicht zu sehen, wenn sie das alles hier sieht. Das wird so lustig. Komm, gib mir deine Hand, wir gehen gemeinsam in die Klasse. Warte mal, war das nicht Levi, der Berühmte? Und Olivia? Und sie haben Händchen gehalten. Gehen wir in die Klasse, nicht, dass wir zu spät kommen. Das war Levi und Olivia. Schau mal, sie haben Händchen gehalten. Ich glaube, sie sind Boyfriend und Girlfriend. Was? Levi ist mit ihr zusammen? Das kann nicht sein. Aber warum haben sie sonst Händchen gehalten? Also ist ihre Haut doch nicht ansteckend, sonst hätte es Levi gehabt. Und irgendwie finde ich Olivia eigentlich ganz schön. Schau mal, ihre blonden Haare. Warte, was? Nein, sie ist doch nicht schön. Sie ist hässlich. Ach schau, da vorne ist gleich die Klasse. Ich glaube, Lina hat gelogen. Ihre Haut ist nicht ansteckend. Und der coolste Typ der Schule ist mit ihr zusammen. Wow. Ich finde Olivia eigentlich auch irgendwie cool. Oh, mir war es wirklich egal, was alle über mich denken. Danke, Levi, dass du mir den Mut gegeben hast. Hey, das hast du alles alleine gemacht. Du bist selber mutig. Hey, Zack, ich glaube, Olivia und Levi sind jetzt offiziell zusammen. Hey, Levi, Gratulation zu deiner neuen Freundin. Die sind wirklich zusammen. Oh, Mann, das ist der schrecklichste Tag der Welt. Obwohl wir sie exposed haben, sind sie trotzdem zusammengekommen. Schau mal, Sam sitzt jetzt mit Zack zusammen. Oh Mann! Später nach dem Unterricht. Komm, gehen wir. Ich kann diese ekelhaften zwei nicht mehr anschauen. Oh, wir haben Schleim am Boden gegeben. Nicht schon wieder. Was ist das denn für eine Rutschpartie? Das ist wohl, weil Lena und Louis solche Schleimbolzen sind. Aber ich muss sagen, das geschieht ihnen recht. Bitte! Oh. Vorsicht! Unser Kopf ist im Klo. Hast du das gesehen? Das war ja richtig fetzig. Die sind mit dem Kopf ins Klo gefallen. Lena und Louis sind halt zwei richtige Pupsköpfe. Nanu, was war denn hier los? Wieso lachen alle? Oh, Sam, ich liebe dich. Oh, Zack, du bist auch das Ein und Alles für mich. So wie es sich anhört, ist Sam jetzt mit Zack zusammen, oder? Ja, ich glaube schon. Also sind wir jetzt alle zusammen. Ach, ich bin so glücklich. Ja, ich auch. Hey, Olivia, ich will mich im Namen all der Mitschüler entschuldigen, dass wir so gemein zu dir waren. Oh, vielen Dank, dass du dich entschuldigst. Das bedeutet mir sehr viel. Leute, habt ihr gehört, was Lena und Louis passiert ist? Das war so witzig. Was? Nein. Was war denn so witzig? Ja, sagt schon, was ist passiert? Oh, wir sind voller Kacke. Oh, oh Gott. Oh, wie das stinkt. Lena und Louis, seid ihr das etwa? Was ist denn mit euch passiert? Irgendjemand hat einen Schleim am Boden gegeben. Und dann sind wir ausgerutscht und ins Klo gefallen. Oh Gott, geht weg von mir. Wie ihr stinkt. Geht euch duschen. Wieso seid ihr alle so gemein zu uns? Habt ihr denn kein Mitleid? Hattet ihr Mitleid mit mir, als ihr jeden herum erzählt, was ich für eine Hautkrankheit habe? Ach, das ist doch was anderes. Deine Hautkrankheit ist eklig. Deine Hautkrankheit ist schlimmer als unsere Kacke auf den Kopf. Wir sind doch beliebt. Ja, ihr seid die beliebten zwei Kackköpfe. Lena und Louis sind Pupsköpfe. Hey Lena, du solltest lieber nicht so viel mit der Klobrille rummachen. Hey Louis, deine Frisur finde ich irgendwie kacke. Habt ihr wirklich nichts gelernt, dass es nichts bringt, so gemein zu sein? Ach, jetzt rede nicht so scheinheilig. Es ist ja alles deine Schuld. Wärst du nicht in diese Schule gekommen, wäre das alles nicht passiert. Nichts ist meine Schuld. Ihr habt das alles selbst zuzuschreiben. Ihr wart so gemein. Und das, was jetzt passiert, nennt man Karma. Alles, was ihr schlecht gemacht habt, kommt zu euch zurück. Und zwar doppelt. Was? Bitte nicht doppelt. Wie sie gelaufen sind. Ja, das war mal richtig witzig. Aber das haben sie auch verdient, muss ich sagen. Ich habe kein Mitleid mit ihnen. Nicht mehr. Oh, gehen wir bitte weg. Hier ist überall Kacke von Lena und Louis. Ja, bitte gehen wir. Mir wird schon richtig übel. Boah. Warte, wir kommen auch. Boah, dieser Geruch. Ja, der war richtig schlimm. Das hätte ich lange nicht ausgehalten. Und stellt euch vor, die haben das auf dem Kopf. Also in der Haut von Lena und Louis möchte ich wirklich nicht stecken. Hey Sam, morgen ist ja ein freier Tag. Hast du da eigentlich schon was vor? Wollen wir uns treffen? Oh, wie süß. Geht ihr auf euer erstes Date? Oh Mann, Olivia, Levi, kommt doch mit und machen wir ein Doppeldate. Oh ja, das wäre eine tolle Idee. Was sagst du, Levi? Das klingt eigentlich ganz gut. Was sagst du, Olivia? Oh, das ist eine tolle Idee. Das klingt nach Spaß. Na dann, abgemacht. Wir treffen uns morgen alle auf ein Doppeldate. Dann bis morgen. Olivia, das wird so lustig. Und ich habe eine Idee. Hast du etwa genau dieselbe Idee wie ich? Wir gehen morgen shoppen. Wir gehen wieder zu diesem Modegeschäft, dessen Name nicht genannt werden.
werden darf. Hier gibt es wieder so viel Auswahl. Was soll ich nur nehmen? Sie haben hier echt viele schöne Sachen. Wow. Oh, Sam, schau dir mal diese zwei Kleider hier an, die Schaufensterpuppen anhaben. Oh, du hast recht. Die schauen richtig gut aus. Das Rote mit dem Hut, das gefällt mir. Willkommen beim Zara. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, wir brauchen keine Hilfe. Wir haben die perfekten Kleider gefunden. Wow, das steht Ihnen ausgezeichnet. Sam, das steht dir wirklich gut. Und ich will das hier anprobieren. Was sagt ihr? Steht mir das? Wow, seid ihr zwei etwa Models? Euch steht alles so gut. Also, ich kaufe mein Outfit. Und du? Ich will es nicht ausziehen. Können wir das gleich so bezahlen, bitteschön? Ja, ich möchte es auch nicht ausziehen. Ja, natürlich. Denn hier ein Sackerl für eure alten Klamotten. Ich scanne noch schnell die Klamotten. Das macht dann 40 Euro, bitte. So günstig. Hier, bitteschön. Hom, nom, 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 und noch 20 von mir. Hom, nom, 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 nom. Danke, dass wir bei Sarah eingekauft haben. Bis zum nächsten Mal. Schnell räumen wir unsere alten Klamotten noch in das Einkaufssackerl. Und jetzt gehen wir noch zum Friseur. Machen wir uns etwa neue Frisuren? Ja klar, komm! Hallo, haben Sie vielleicht noch zwei Plätze frei? Wir gehen nämlich auf ein Date. Und wir sind richtig aufgeregt. Oh ja, natürlich. Wir haben durch Zufall genau noch zwei Plätze frei. Na, das nenne ich mal ein Glück. Vielen Dank. Komm. Oh. So legen wir noch schnell die Tasche weg und meinen Hut. Perfekt. Wir haben heute ein wichtiges Date. Bitte machen Sie mir eine schöne Frisur. Mein Name ist Stacy. Heute bin ich Ihre Stylistin. Und ich bin Cindy. Ich bin deine Stylistin. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir die schönste Frisur der Welt machen. Und wenn ich mit dir fertig bin, wirst du auch schon wie ein Topmodel. Olivia, du musst deine Haarspange auch noch runtergeben. Oh, ja, stimmt. Entschuldigung. Na gut, dann lehn dich zurück und entspanne. Ich mach dir schnell die Haare. Und so und so. Na, was sagst du? Wow, die Frisur gefällt mir richtig gut. Danke. Du schaust wirklich gut aus mit den neuen Haaren, Sam. Du solltest dich sofort als Topmodel bewerben, Sam. Wow. Oh, Stacy, vielen Dank. Du hast meine Haare wirklich so schön gemacht. Danke. Ich kann's kaum erwarten, meine neue Frisur zu sehen. Na, dann halt dich fest. Du wirst jetzt wunderschön. Na, was sagt ihr? Wie schaue ich aus? Oh Gott, Cindy, was hast du gemacht? Olivia, du hast sogar jetzt einen Bart. Was? Ich will aber keinen Bart. Wieso gefällt euch diese Frisur nicht? Ich finde sie schön. Na gut, dann mache ich dir eine neue. Liebe Zuschauer, wie hat euch meine Frisur gefallen? Fandet ihr das schön? Ist diese Frisur besser? Ja, besser, aber nicht schöner. Diese Frisur schaut aus, als hättest du zwei Hörner oder so. Das ist wirklich schier. Kann ich vielleicht meine alten Haare zurückhaben, bitte? Was? Diese Frisur gefällt dir etwa auch nicht? Na gut. Ja, bitte, meine alten Haare zurück. Ach, manche Menschen sind echt undankbar. Ja, diese Haare stehen dir einfach am allerbesten. Zum Glück konnte man die abgeschnittenen Haare wieder ankleben. Okay, perfekt. Das macht dann 200 Euro, bitte. Und meine Frisur hat nur 100 Euro gekostet. Okay, danke schön. Danke, Cindy, für meine tolle Frisur. Ich bin echt ein Fan. Vielen Dank und kommen Sie das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Was wohl Levi und Zack zu unserem neuen Look sagen werden? Jetzt bringen wir noch schnell unsere Sachen nach Hause und dann ab zum Date. Ach, ich bin schon ein bisschen nervös. Ich kann es kaum erwarten, Olivia wiederzusehen. Ja, ich auch. Ich kann es kaum erwarten, Sam in meinen Armen zu halten. Hallo, da sind wir. Ich hoffe, ihr habt nicht lange auf uns warten müssen. Na, was sagt ihr zu unserem neuen Look? Ihr schaut beide toll aus. Aber ihr zwei schaut auch richtig toll aus. Danke, wir haben uns richtig Mühe gegeben. Na dann, Leute, gehen wir, denn Zack und ich haben etwas ganz Besonderes für heute geplant. Was habt ihr denn vor? Kommt schon, erzählt! Nein, wir verraten nichts. Komm, gehen wir! Als erstes machen wir einen schönen Spaziergang durch den Wald. Schau mal, dort hinten ist ein Teich. Oh, ich liebe Spaziergänge durch den Wald. Komm, nimm meine Hand, meine Süße. Schaut mal, das ist ja ein Frosch. Oh, ich liebe Frösche. Sind sie nicht süß? Ich würde sie am liebsten knutschen. Frosch, such dir bitte eine eigene Freundin. Oh, schau mal, Levi. Ein Babybär. Der schaut ja aus wie ein Kuscheltier. So süß. Gugu Gaga, ich bin ein Bär. Oh, er ist so weich. Schau mal, er ist in deine Arme gesprungen. Wie süß. Ich bin eine Schlange. Ja, um Himmels Willen, eine Schlange. Rette sich, wer kann. Ja. Schnell, weg hier. Leute, komm. Ob die giftig ist? Nix wie weg. Ist sie weg? Ja, ich glaube, sie ist weg. Wir sind weit genug gelaufen. Ich glaube, das waren genug Spaziergänge durch den Wald, oder? Ja, das war genug Aufregung, finde ich auch. Na dann gehen wir weiter, denn wir haben etwas Besonderes schon vorbereitet. Ja, stimmt. Gehen wir dorthin. Ich hoffe, es gibt was zum Essen, denn ich habe schon tierischen Hunger. Ich könnte einen ganzen Bären verspeisen.
Na, da habt ihr Glück, denn wir haben ein Picknick für euch vorbereitet. Na, was sagt ihr? Ist uns die Überraschung gelungen? Ich glaube, ihnen hat es die Sprache verschlagen. Woher habt ihr gewusst, dass unsere Lieblingsbeschäftigung das Fressen ist? Und das habt ihr alles selbst zubereitet? Wow! Na klar, nur das Beste für euch zwei. Freut mich, dass es euch gefällt. Ihr habt euch richtig Mühe gegeben, das sieht man. Vielen Dank, das ist echt das beste Date, auf dem ich jemals war. Hier, schau mal, Olivia, dieses Sandwich habe ich extra für dich zubereitet. Und dieses Sandwich hier ist nur für dich, Sam. Wirklich? Wie nett. Das ist so romantisch, danke. Und diese hausgemachte Limonade haben wir auch extra für euch gemacht. Na dann fangen wir an zu essen. Das stimmt. Ich wünsche euch allen einen guten Appetit. Haut rein. Das werden wir. Wow. Wow, die Sandwiches scheinen wirklich gut zu sein, oder? Ja, die sind vorzüglich. Ein bisschen aber scharf. Ach, nur ganz leicht. Wir haben nur 100 Chilischoten reingegeben. Das ist doch nicht extrem scharf, oder? Also, ich liebe scharf. Das war richtig lecker. Danke euch zwei. Ich hoffe, ihr habt noch Hunger auf Dessert. Wir haben sehr viel Auswahl. Von Früchten bis Torte. Oh, wie schön. Ich liebe Torte. Hast du wirklich in einem Biss die ganze Torte gefressen? Hey, ist nicht alles alleine. Ich will auch. Lecker. Du hast die ganze Obstplatte in einem Bissen gegessen. Oh, schau mal, noch mehr Süßes. Ist das lecker. Hey, warte auf mich. Du darfst nicht alles alleine essen. Ich will auch. Oh, schau, da sind noch welche übrig. Wow, das muss ja ein Weltrekord sein. Dass ihr so viel essen könnt? Ja, wenn es lecker ist, dann können wir sehr, sehr viel essen. Ich liebe Mädchen mit einem gesunden Appetit. Komm, Sam, es wird langsam spät. Ich bring dich nach Hause. Oh ja, danke, Zack. Komm, nimm meine Hand, meine Süße. Ja, liebend gerne. Wir sollten auch langsam gehen. Du hast recht. Komm, nimm du auch meine Hand. Das war echt ein schöner Abend. Danke, Levi. Oh, Nanu? Warte mal, ist das nicht das Mädchen von damals? Oh, Jenny, hallo. Oh, Nanu, bist du nicht ihr Fake-Boyfriend gewesen? Oh, Levi, was für ein Zufall. Wie geht es euch? Ganz gut. Und selbst? Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Hallo, ich bin Levi. Oh, hallo, Levi. Mein Name ist Andrew. Schön, dich kennenzulernen. Und wer ist das Mädchen an deiner Seite? Oh, ich bin so unhöflich. Das ist meine Freundin Olivia. Hallo, schön, euch zwei kennenzulernen. Freut mich sehr. Also, das ist Olivia. Levi hat sich bei unseren Treffen immer nur über dich unterhalten. Er mag dich anscheinend sehr. Hast du ihm nicht auch mal das Leben gerettet? Ja, stimmt, genau. Ja, das hat sie wirklich. Oh Mann, ja, das habe ich wirklich. Danke. Aber hört auf, ich werde noch ganz rot. Na gut, dann lassen wir euch. Wir müssen schon wieder los. Tschüss, ihr Lieben. Die zwei sind echt ein süßes Paar, oder? Ja, das stimmt. Die scheinen echt zwei liebe Menschen zu sein. Oh, wie die Zeit vergeht. Ich habe deiner Mama versprochen, dass ich dich heute früh genug nach Hause bringe. Wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. Ja, das stimmt. Wir sollten uns beeilen. Komm, gehen wir. Und da sind wir auch schon. Ach, danke für den schönen Abend, Olivia. Er war echt bezaubernd. Danke dir, Levi. Das war echt das schönste Date, das ich jemals war. Also ich wollte fragen, ob wir, wie soll ich das sagen? Gute Nacht, Levi. Danke für den schönen Abend. Olivia, danke für den Kuss. Wir sehen uns dann morgen in der Schule. Tschüss. Sie hat mir einen Kuss gegeben. Einen Kuss. Oh, ich bin so verliebt. Nanu, Olivia, geht es dir gut? Du bist ganz rot im Gesicht. Hast du etwa Fieber oder bist krank? Nein, mir geht es einfach nur sehr, sehr gut. Oh, wie ich sehe, bist du wirklich krank. Und zwar krank verliebt. Mama, hör auf. Das ist mir peinlich. Nein, bin ich nicht. Oh, Verzeihung, natürlich bist du das nicht. Mama, hör auf, das ist mir peinlich. Oh Mann, sie ist sowas wie von verliebt. Sie hat mich wirklich geküsst, Olivia. Ich bin so verliebt. Wenn ich erwachsen bin, will ich sie heiraten. Du willst was? Wen willst du heiraten, wenn du erwachsen bist? Oh, Papa, Mama, ich habe euch gar nicht gesehen. Du willst Jenny einen Heiratsantrag machen? Das ist eine tolle Idee, mein Sohn. Papa, Mama, ich muss euch was sagen. Jenny und ich haben uns nie wirklich gedatet. Ich habe eine Freundin und sie hat einen Freund. Wir daten uns nicht. Aber wem willst du dann einen Heiratsantrag machen? Bitte, mein Sohn, sage mir nicht, dass es ein Geringverdiener ist. Sie heißt Olivia und sie ist wirklich nett und ich mag sie wirklich sehr. Das kann ich nicht zulassen. Ein Geringverdiener in unserem Haus. Wieso tust du uns das an? Wieso? Mama, Papa, ich mag sie wirklich sehr. Und wenn ihr sie kennenlernen wollt, sie kann ja mal herkommen zum Essen. Na gut, dann bring sie her. Aber wenn wir sie nicht mögen, dann darfst du nicht mit ihr zusammen sein. Das ist die einzige Bedingung, die wir haben. Hast du verstanden? Oh, ich habe keinen Zweifel. Sie ist wirklich nett. Ihr werdet sie sicher mögen. Danke, Papa. Danke, Mama. Ja, ich glaube auch, dass wir sie mögen werden. Ganz sicher. Ich kann es kaum erwarten, ihr morgen in der Schule die guten Neuigkeiten zu sagen. Juhu!
Egal wie das Treffen sein wird, wir werden dafür sorgen, dass sie nicht zusammenbleiben. Ja, sie hat es wahrscheinlich nur auf sein Geld abgesehen. Das werden wir verhindern. Am nächsten Tag in der Schule. Hallo alle zusammen. Hallo Olivia, meine Süße. Guten Morgen, Levi. Ah, du hast mir tierisch gefehlt. Du mir auch, Schnuckibuki. Na, ihr zwei seid ja mal verliebte Turteltauben, ihr. Na und? Ist das etwas was Schlechtes? Ich glaube nicht. Ach, du brauchst nicht reden, Sam. Ach, übrigens, Olivia, meine Eltern laden dich morgen zu uns ein. Was sagst du? Warte, ich soll deine Eltern kennenlernen? Ja, ich habe von ihnen erzählt und sie wollen dich kennenlernen. Sie laden dich zum Abendessen ein. Oh, wow, du bist das erste Mädchen, das Levis nach Hause bringt und seinen Eltern vorstellt. Das Abendessen ist morgen um 16 Uhr. Ist das okay? Na klar ist das okay. Super. Hey, die Klasse beginnt gleich. Kommt. Er hat recht. Kommt's, Mädels. Sonst kommen wir noch zu spät. Hast du das gehört? Ich werde seine Eltern kennenlernen. Natürlich habe ich das gehört. Das ist eine große Sache. Du musst dich vorbereiten. Warte, was? Eine große Sache? Wieso denn? Du musst dich gut anstellen. Wenn sie dich nicht mögen, könnten sie ihm verbieten, dich zu sehen. Du musst wirklich dein Bestes geben. Was? Das könnten sie machen? Oh, bitte nicht. Du solltest dich wirklich gut anstellen. Aber eigentlich brauchst du dir eh keine Sorgen machen. Dich mögen ja Erwachsene. Also eigentlich gar kein Stress. Oh Mann, jetzt bin ich richtig nervös. Ich hoffe, seine Eltern mögen mich. Ich muss wirklich mein Bestes geben. Oh, ich bin so aufgeregt. Was denkt ihr? Werden seine Eltern mich mögen? Ich hoffe, wir dürfen zusammenbleiben. Und wenn ihr wissen wollt, ob wir wirklich zusammenbleiben dürfen oder nicht... Das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr bis hierher die Story geschaut habt. Falls sie euch gefallen hat, bitte zeigt uns das, indem ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und für die Leute, die das noch nicht wissen, ich habe auch einen eigenen Kanal, der heißt Tokadarius. Dort poste ich auch Stories. Es würde mich freuen, wenn ihr dort auch mal vorbeischaut. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vielleicht sogar den Kanal abonniert. Und jetzt bedanke ich mich noch bei netten Zuschauern, die immer liebe Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel Rusana, Tommy und Rokia Husi. Vielen lieben Dank für eure netten Kommentare. Und jetzt bedanke ich mich noch bei unseren Kanalmitgliedern. Danke dir, Alexandra, Arnold, User the Pretty, Manerat und Mina Güsel. Vielen lieben Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und unseren Kanal damit supportet. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar oder werdet Kanalmitglied und mit etwas Glück kommt ihr in unser nächstes Video. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.